Hey yo, Leute, wie angekündigt habe ich hier ein neues Spielchen für euch, und zwar Deadly Premonition, und zwar im Director's Cut. Natürlich im Director's Cut, denn eine andere Version gibt es nicht für PC. Finde ich aber auch gut so, denn ist mit ein paar Extras ausgestattet. Hat auch ein HD-Update bekommen, das sich allerdings nicht wirklich bemerkbar gemacht hat. Das Spiel ist vor 3-4 Jahren rausgekommen. Spieldesigner und Director war Swery65. Er ist ein super Typ. Hat einen sehr aktiven Twitter-Account, und auf die Serie bin ich aufmerksam geworden durch Chris und Wolf von Game One. Und hier haben wir die Eingangssequenz, das Intro. Viel Spaß damit. It's dangerous to run around here, boys. Grandpa, hurry! Hurry Grandpa, up! Grandpa, you're too slow! Ha ha ha!
Und da haben wir auch schon unser erstes Opfer. Ja, was ist das Spiel hier überhaupt? Es ist ein Open-World-Spiel. Vergleichbar mit GTA. Es gibt hier eine ganze Stadt zu erkunden. Jeden einzelnen der Menschen, die wir eben gesehen haben, werden wir im Laufe des Spiels irgendwann mal kennenlernen. Mit seinen Eigenarten und Schrullen. Und zudem ist es ein Horror-Survival-Game. Und somit auch das erste seiner Art. Das Spiel ist bekannt dafür, dass es sehr polarisiert. Und warum das so ist, das lasse ich euch mal selber herausfinden. Einige von euch werden vielleicht schon die etwas altbackene Grafik und die stotternde Framerate bemerkt haben. Das ist auch einer der Gründe, warum IGN beispielsweise damals dem Spiel nur 2 von 10 Punkten gegeben hat. Während andere Spieleseiten volle Punktzahl oder annähernd volle Punktzahl gegeben haben. Es steht demnach auch im 2012er Guinness-Buch der Rekorde als das polarisierendste Spiel. Ja. Wie gesagt, ich will euch da jetzt nicht zu sehr beeinflussen. Wir starten mal ins Spiel. Story. Yes, of course. You've been waiting a long time for this, so how about a special one? This story is very strange and very nasty, but somewhat nostalgic. Do you think you can be a good girl and listen all the way to the end? Is it a scary story? It might be. But it's also a very important story. If you don't want to hear it, I can tell you a different story. No, I want to hear it. This way, I won't be scared. Will you turn on the TV then? Leave the sound down, like always. This is important. At times, we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. Ja, wie wir eben schon mitbekommen haben, ist das eine ziemlich seltsame Geschichte. Und wer Twin Peaks kennt, der wird sich hier eher zu Hause fühlen als andere. Aber wie gesagt, solltet ihr euer eigenes Urteil bilden. Thank you.
Okay. Ich habe die Sprache mal auf Deutsch gestellt. Falls einige von euch nicht die besten Englischkenner sind. Ansonsten ist das Spiel ja immer noch Englisch vertont. Von daher regt euch nicht zu sehr auf über die ganzen Übersetzungsfehler, die hier drin waren, wie zum Beispiel eben This Way übersetzt mit Hier lang. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn man den Term kennt. Term. If you know the term. Ja. Hat wahrscheinlich ein einzelner Mitarbeiter schnell zusammenschustern müssen. Den ganzen Text aus dem Spiel. Sorry to keep you waiting. It will start soon. It's about time to get started. Und er hat ja versucht, relativ nah am Original zu bleiben. Zack, can you hear me? It's me, York. If you can hear my voice, could you respond? Okay, wir antworten mal. Denn anscheinend... Ah, good. I thought you went to sleep. Zack, don't be surprised. The crime took place out in the country this time. Let's take it slow. Okay, Zack? Denn anscheinend sind wir Zack. Beziehungsweise soll uns das suggeriert werden. Auf jeden Fall. Stein. Sure, that's one way of looking at it. But it's totally wrong. Listen, they both need each other. It's called interdependency, and they both know it. Yeah, I know. He does terrible things to Tom. Nasty, even sadistic things. But that's fine, as long as that's what Tom wants. Think about it. His actions. He's always asking for it. It's his partner's job to fulfill that need, and Jerry knows that. Proof? Well, in the Tom and Jerry show, they live with each other. Hello? Hello? Zack. I can't believe the Bureau still can't get me a satellite phone. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. Well, I'll be a happy camper, even if it ends up being a waste of time. At least it'll get me out of the cramped city for a while. Right, Zack? The perpetrator from the last case really was something. Who'd have thought there'd be razors laced into your nails? Crazy. Just crazy. Well, at least I now have a scar to show off. See this? I got this when I arrested the Catwoman wannabe. Women, they're crazy. Don't you agree, Zack?
Zack, there goes the civilized world. Tja, wir waren gerade auf dem Weg in die Stadt, in der der Mord geschah. Und plötzlich steht jemand auf der Straße und wir müssen ausweichen. Daher der Autounfall. Jetzt müssen wir uns durch die Wildnis schlagen. Aber ihr habt schon gemerkt, dass hier nicht alles bitter ernst genommen wird. Weshalb das Spiel auch zu Recht dem Comedy-Genre zugeordnet ist. Zudem. zu den ganzen anderen Genres. Okay, die Steuerung ist ziemlich seltsam. Besonders für ein Computerspiel. Aber ich habe mich da gestern schon mal ein bisschen reingefuddelt. So dass es heute etwas flotter geht. Zudem habe ich auch Sverry erwähnt und Chris von damals noch Game One. Die beiden sind immer noch in Kontakt. Auf Sverrys Twitter-Account kann man Bilder von den beiden auf der Gamescom, die vor kurzem erst war, sehen. Okay, da ist was. Okay, hier das Profiling ist ein Teil des Spieles. Wir erkennen hier noch gar nichts. Es kommt nach und nach, wenn wir mehr Hinweise bekommen. Zack, I'll let you handle the meet and greet. Dann werden immer mehr und mehr Bilder dieses Profiling, dieser Profiling-Szene aufgedeckt. Ja, Sverry war auf der Gamescom hier in Deutschland, weil er sein neues Spiel vorstellen wollte, D4. Zudem hat er Ende letzten Jahres in einem Interview erwähnt, dass er an einer Fortsetzung von Deadly Premonition arbeitet. Und bevor die rauskommt, wollte ich hier das Spiel nochmal selbst erleben. Okay, beschleunigen wir das Ganze mal. Wir haben ja auch nicht ewig Zeit. Wir haben Hunde. Und es klingt nicht gut. Blut auf dem Boden. Und hinter der Felsen. Sieht so aus, als hätte sich jemand etwas den Hund vorgenommen. Der Hund hatte anscheinend keine Chance. Und da sehen wir auch schon. Vermutlich war es diese Person. Zumindest haben wir, glaube ich, eben die Beine davon gesehen. Gut. So viel zur Einführung in das Spiel. Momentan noch ziemlich linear. Das wird sich aber demnächst ändern. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Und bis
Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Captain Crunchip. Bis dann.